Hallo, willkommen zurück zu Delalia. Hallo, willkommen zurück. Als erstes ziehe ich mich aus. Uah. Weg damit und weg damit. Tschüss. Schmeißt es ja einfach hin. Rotes Team. Zwischen den Parts habe ich eine Shadow Quest gelootet. Eine Shadow Quest? Nö, um ehrlich zu sein, war es, glaube ich, eher eine Kiste. Oh, und ich esse gerade Tartufo. Nicht so, wie es in Wikipedia ausschaut, aber so, wie ich es kenne und esse. Sehr lecker. Für mich ist das kein Eis, sondern eine Nachspeise. Aber Eis ist eine Nachspeise, insofern ist es ja so oder so richtig. Du bist immer noch nicht im roten Team. Muss ich das etwa? Hat das mir irgendwie befohlen? Ja, sonst sage ich es dir noch 100 Mal. Das ist mir ja nicht gesagt, aber gut. Was? Doch, hört dir die Aufnahme an. Das war nach der Aufnahme. Du bist ja komisch. Hä? Nach der Aufnahme was? Ja, nach dem Aufnahmestart. Nein, du hast gesagt, dass ich. Davor habe ich es auch einmal gesagt, aber naja. Dass du nicht hörst, das ist schon jedem bekannt. Nein. Ich gehe jetzt weiter jagen. So nenne ich das jedenfalls. Was jagen? Du jagst Sachen? Kisten, ja. Man kann Kisten jagen. Ja, man kann Kisten jagen. Aber nur wenn man so ein großartiger Jäger ist wie ich. Ich habe übrigens Okay. keine Ahnung, wie viel Hellstone ich gefarmt habe, aber auf jeden Fall hat es sich weggesteckt. Du kannst ja mal reinschauen. Meinst du jetzt an Erz? Ja, Erz. Ich habe nur nebenbei ein bisschen was mitgenommen, wo es halt gerade lag. Also so viel kann es eigentlich gar nicht sein. Vielleicht so 20, 40. Oh nein, da kommt Helgron. Böser Helgron. Der hellige Gron. Okay, toter Helgron. Jetzt muss ich erstmal bis dahin. Oh mein Gott, das dauert ja noch ewig, wo ich vorhin war. Und dann hoffen, dass ich danach noch eine Kiste finde irgendwo. Sonst hat sich's nämlich nicht gelohnt. Wie viel Diemenblatt haben wir? Ich hoffe genug für das, was du jetzt baust. Wo haben wir überhaupt Diemenblatt? Ich weiß es hier nicht. Ah, da. Ist es nicht irgendwie, naja, Mob Drop? Ja, ich war nur blind. Okay, das ist genug auf jeden Was? Fall. Ich werde nämlich einen Ofen bauen. Ein Ofen, cool. Aus dämonischem Blut. Wusste gar nicht, dass es den gibt. Du bist ja krank drauf, Mann. None. Also muss ich den überall bauen können. Oh, da hat er Ah mich ja, da ist gegen er. zuletzt. Devil Forge! Wofür genau braucht man den? Für teuflisches Forschen? Oh, das macht Sinn, so wie du das beschreibst. Ah, den stelle ich dann einfach da unten hin. Oh, heilige Scheiße. Anscheinend ist er doch noch breiter. Gut. Renn um dein Leben. Was kann man alles an diesen Teufelsofen bauen? Eine Burning Fist. Ein Infernitial. Und eine Charanga. Ah, Charanga. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Ist das nicht ein Das. Vanille-Item? Ach, die Burning Fist ist Magie. Was? Charanga. Warte mal.
Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es derselbe Name wieder wie von dem einen Konsolenbogen, aber es sieht anders aus. Auf jeden Fall ist hier ein Schwert, was schwächer ist als die Toxic Claymore. Eine Faust, die 34 Magie-Damage macht. Ich frage mich, wie die angreift. Burning Fist. Schützer Burning Fist. Okay, ich kann damit brennende Fäuste schießen. Das klingt grundsätzlich mal nicht verkehrt. Brennende Fäuste zu schießen. Der hat 26 Range Damage. Okay, die Waffen an dem Ofen sind irgendwie nicht besser als die, die ich schon habe. Kann man hier drin eigentlich auch anders scrollen? Nicht nur mit Rad. Es kommt mir so vor, als würde ich Sachen überdrehen. Hä? Wir können, glaube ich, dank Trema und Livingwood Loom herstellen. Komischerweise ist das Required Object Livingwood. Es ist irgendwie seltsam. Ja, finde ich aber auch. Oder dafür brauchte man Hellforge, du wusstest ja gar nicht mehr. Aber haben wir keinen? Wir haben doch einen, oder? Ja, ich weiß. Aber, achso, soll ich dir noch einen mitbringen? Hä, was? Nein, wer hat das gesagt? Ich dachte, du meinst jetzt, wir haben schon einen, aber du brauchst einen zum Crafting. Dead Flower. Das ist ein Zauberstab. Dead Head. Equipable 5 Defense. Was kann man das machen? Ich frag mich, wie schnell Eis schmilzt, wenn das in der Hölle ist. Also Dead Head ist auf jeden Fall auch interessant, dass es so hier war. Ich hab nicht so viele SSO-Slots, wie ich hier brauche. Ja, ich habe leider auch schon irgendwie mehr dabei, als ich anziehen kann. Bin sehr enttäuscht darüber. Bookcase. Können wir da jetzt eigentlich jetzt schon was bauen da dran? Nein. Alle Bücher, die man da bauen kann, brauchen heiliges Zeug. Oh mein Gott, nein, ein Helgron. Ah! Oh Gott. Steht da ein Error? Egal. Boah, nee, nimm doch nicht die großen Heiltränke. Achso, ich habe keine kleinen. Recycler of Matter Tire. Ah, okay, gut, das Teil steht da. Der Recycling of Matter. Das ist quasi umwandeln, also mit Palladium Kobalt machen und so. Man kann auch mit der Soul of Might die Soul of Pilgrim machen. Aber nicht andersrum anscheinend. Weil da sind irgendwie nicht zwei Rezepte drin. Das ist jetzt irgendwie fail. Hö, der Autohammer hat mehr Rezepte als eine Schromitbahn. Dark Gale. Kommt das erst im Hard Mode? Dark Slime. Ja, ich glaube, das kommt erst im Hard Mode. Dann kann man eine dunkle Rüstung machen. Glass Potion. Ach, das ist die Station, die hinten steht, glaube ich, oder? Evo Potion. Ah ja, die nur 15 Sekunden hält. Oh lol, Midnight Potion. Increasing all stats during nighttime. Man bekämpft ja eigentlich fast alle Bosse in der Nacht. Ja, wenn es dafür einen Trank gibt, wäre das cool. Pinker Gear Cube. Alien Tang. Lapis Lazuli? Ja, das ist doch kein ungewöhnliches Item für Minecraft. Wir sind hier nicht in Minecraft. Wie? Deswegen ist der 3D-Effekt so mickrig. Ah.
Mein Inventar schon wieder so voll. Dann gibt's noch irgendwelche Mana Potions, die Sachen reducen. Increases Movement Speed. Was? 75%? Was ist denn das für ein Schnelllauf-Potion? Ach, und dann gibt's nochmal dasselbe wie die Midnight Potion, nur für Sonnenlicht, nur für Tag. Die Sun Fury Potion. Gibt's eine neue Flask? Poison Fire, Venom, Gold, Ichor, Cursed Flame. Die glaube ich sind aber neue Dinger. Flask of Pet of Party? Party Flask gibt's aber schon in Vanilla. Das ist eine komische Quest. Crystal Blocks gehen erst am Adamantitforge, okay. Necromantic Workbench. Die können wir noch nicht bauen, oder? Ja gut, die Wound Bars. Warte mal, diese Rupikate-Bahn haben wir jetzt, oder? Oder die kommen aus diesem Erz, was gedroppt wurde. Wenn das das gleiche ist. Wie auch immer. Zombie Staff, Summoning Damage. Oder war sogar besser. Das bevor man Zombies, würde ich mal sagen, oder? A Zombat. Ah, okay. Ja, das habe ich vorhin nachgeguckt, aber den können wir ja noch nicht craften. Wir haben diesen Tisch ja noch nicht. Cooking Pot. Gibt's das neueste Essen hier? Ne, anscheinend nicht wirklich. Nur das Spinnenfood. Alter auf Enchanting. Ah ja, das sind die Dinger. Da kann man das Schwert upgraden. Oder das wäre stärker als meine Claymore. Aber wir haben glaube ich keine Sharpness Tooths, oder? Sagt mir nichts, das Item. Das sind irgendwie so Heilzähne. Einen könnte man haben. Höchstens, aber ich kann mich nicht erinnern, das mehrfach bekommen zu haben. Oder überhaupt bekommen zu haben. Also in der Kiste ist auf jeden Fall was drin, was so heißt. Na ja, dann ist das schon mal. Gehe ich mich ja doch nicht. Ja, einer. Ja, wir sind auch nicht lang am Meer gewesen. Mein Inventar ist offiziell voll und ich habe noch keine Kiste gefunden. Das ist sehr bedrückend. Star Anvil. Okay, mit dem kann man den Divine Forge craften, dann glaube ich, dass der später kommt. Alchemistor. Araxide, das soll später der Fall sein. Ist am Great Anvil noch was Interessantes zu bauen? Das Ding hat Swarming Damage und ist nicht consumable, was soll der Scheiß? Die ganzen Protector, die wir uns alle gebaut haben. Obsidian Saber. So, Seelen der Nacht und so. Okay, das ist ja dann schon nochmal ein anderes Level. Halo Bars, oh. Werden wir diesen Anvil wohl später auch nochmal brauchen. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Gebiet, in dem es keine Gebäude mehr in der Hölle gibt. Was? Was gibt's? Ja, ganz außen. Oh, man kann jetzt Water Candles craften aus Candle. Waterwalking Potion erlaubt mir auf Lava zu laufen. JP. Ja, natürlich. Aber es ist kein Wassermann. Ja, das ist scheißegal. Egal, ich muss den essen für meinen Inventarplatz. Über mir ist Dschungelgras, cool. Lol, endless pile of snowballs. Ja, das ist okay. Die kann man aber nicht mehr werfen, das ist dann quasi nur noch Ammo für... Oh, Kiste. Oh, ja. Flower of Fire, wen interessiert denn das?
Es steht nicht kein Symbol dran, aber hier steht auch gar nicht kein Symbol dran, ist mich verwirrt. Ich werde die Kiste sogar da lassen müssen. So leid es mir tut, aber egal. Man sieht ja, dass sie offen ist. Falls wir jemals wieder hierher kommen. Argyte Home. Nein, nee, mein Home ist besser. Elf Booster. Oh, noch eine Kiste. Ja, ein Sunfury, ein einziges. Wo kriegen wir den Health Booster her? Weiß nicht. Naja, es ist anscheinend kein Mob Drop. Also, aus einer Kiste. Und dasselbe gibt's auch nochmal für Mana Booster. Tja, also ich habe mein Ziel erreicht, ich habe ein Sunfury. Tut mir leid, dass ich für dich noch keins finden konnte. Aber eins ist besser als keins, nicht wahr? Wir wollen die Waffe wahrscheinlich eh nur einmal craften. Also was soll's. Gold Dust ist equipable. Ah ja, okay, das ist wahrscheinlich ein Dust-Effekt dann einfach. Ach du, ich sag, auf Meta kann man an der Maschine bauen. Ich bin am Ende der Map angelangt. Ah, okay. Dann wollte ich mal sagen, andere Richtung. Nee, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe eins an Fury. Wir brauchen kein zweites. So, jetzt gibt's erstmal Tofu. Lecker. Tofu? Nein, Tartufu. Naja, die Rüstung gab's auch. Ist eine Anfangsrüstung für Summoner. Stecken wir den Scheiß mal weg, ey. Ah ja, weil ich den hier noch nicht zum Fishing-System enden konnte, haben die Rezepte da. Ich schenke dir meinen Ember-Stuff, wenn du den willst. Ich habe was Cooleres. Das macht mehr Damage, nennt sich Flower Fire. Ich hab das hier. Ach so, okay, cool. Und das da kriegst du. Wolltest du nicht welche? Einfach mal 6 von den Dingern. Ja, ich habe mir keine Mühe gemacht, sonst wären es mehr. Ah, und ich habe das hier eben. So, guck mal, was brauchen wir da nochmal? Guide. Sunfury, Leafball, Meatball. Ach, wir haben jetzt alle. Dann ist nur die Frage, wollen wir Nightfury oder Painwheel haben? Painwheel ist grundsätzlich mal das stärkere Item. Dann machen wir den Painwheel. Du hast doch den Leafball wahrscheinlich in die Waffenkiste getan, nehme ich mal an. In die Flare-Kiste, wenn das eine Flare ist. Ist das eine Flare? Ist egal, ich habe einfach Leaf eingegeben, ja. Geil. Ach, du hast den Ball... Oho, ah, ja, warte, logisch. Wo krafte ich denn das jetzt eigentlich? Das ist jetzt die große Frage. Also du machst jetzt den... Machst du jetzt den Pain Wheel? Nee, wir haben einen Ball of Heart. Das heißt, ich mache den Night Fury. Achso, stimmt, den Meta Ball haben wir ja nicht. Den... Der droppt ja auch, den können wir ja auch gar nicht craften, gell? Wenn ich mich jetzt nicht total blamier. Hm, was? Natürlich können wir den Meta Ball craften. Oh. Der ist der einzige, den man craften kann, der andere kann man nicht craften. Oh. Wir haben eh so viel von dem Zeug. Die Frage ist nur, wo zur Hölle craftet man den? Ja. Wo wohl? F3. The Meta Ball. Items. Contain Bars und Tissue Samples. Ist doch nicht so schwer. Ach so, Tissue Samples braucht man auch. Ja, bastelte Sei nicht immer so dumm. Wo kriegen wir die her? Bist du eigentlich blöd? Glaubst du, wir haben keine mehr oder was? Naja, wir haben genug. Okay, da ist er, Meatball. Wie stark ist denn das Ding eigentlich dann? Ah ja, das ist stärker als meiner. Jetzt brauche ich nur noch einen Dämonen, Alter.
Kennst du einen in der Nähe? Kannst du einen Ah, empfehlen? naja, du gehst dahin, wo Dämonenaltäre stehen. Klug. Ja, das hat immer funktioniert, ja. Oh lol, die hast du daran eingestellt. Wen habe ich wohin gestellt? Hergestellt! Ich habe nichts von hingestellt gesagt, Mann! Paradox Potion. Restore 300 Health. Krank. Das ist ja dann nochmal ein Niveau höher, lol. Paradox Element. Und Wasserflasche. Das ist dann technisch gesehen auch nur total billig. Paradox Soul Warrior, Paradox Bat. Droppen beide Paradox Element. Das ist sehr paradox. Hier. Es gibt auch ein Event, das irgendwie so ähnlich hieß. Was mit Paradox zu tun hat. Ja, lass mich mal die Eventseite. Paradox Cohort. Muss ja dann wohl sehr late game sein. Lol, es gibt ein Health Stim Pack und das hat keinen Cooldown. Und halt 50 AP. Okay, gut, das ist nicht sehr viel, aber es hat keinen Cooldown. Wenn man sehr viele Nightmare-Bahnen hat und Brass-Bahnen. So, jetzt habe ich einen Pain Wheel. Hier, so schaut er aus für alle, die sich dafür interessieren. Das sind jetzt meine Waffen. 6 Stück. Ich weiß nicht, wie du so viel haben kannst, aber gut. Ja, ich hab halt alles. Schießt da Bin irgendwas? mit meiner Ausstattung. Ja. 37 Dark Lance, 49 Pain Wheel, 26 Sharp Feathers, 60 Flower of Fire, 29 Valor. Also die Flower of Fire ist eigentlich gar nicht mal schlecht, dass ich die gefunden habe. Die ist lustig. Die ist so Mario-mäßig. Ja, es ist eine Feuerblume. Was erwartest du von einer Feuerblume? Also ich habe einen permanenten Night Owl Buff und Shine Buff. Hä, warum das denn? Na, das heißt, dass ich leuchte. Schau, gehen wir mal Ja, irgendwo hin. warum hast du das, meine Fresse? Ja, weil ich ein Accessoire trage, das das kann. Was für ein Accessoire? Nightly Combination increases life regeneration, melee damage, makes you glow during night und sorgt dafür, dass ich besser sehen kann. Das ist Nightly. Brauchst du das denn? Was wird das am Ende oder ist das fertig? Es ist fertig. Es ist sogar Was Warding besteht bei mir. das? Es besteht aus den Teilen, die dir die 4 NPCs verkaufen. Oh, du hast Tin-Teile bekommen oder so. Ja, Invar Invar war Tin, das. ja, bitte. Ja, Invar. Der ist ja saugeil, Invar. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Also jetzt nirgends. Wie nirgendwo hin? Wo willst du denn hin? Ja, jetzt nirgends. Hast du irgendwas vor? Haben Sie Ist was der vor? Part noch Was an? der Ember Stuff da? Natürlich ist der Part noch an. Hallo, willkommen auf YouTube. Ich hoffe, das sieht keiner, den ich kenne. Manche, jetzt ist mir vollkommen egal. Also. Deine Arbeitskollegen. Was? Keine Arbeitskollegen? Nee, darüber möchte ich in der Arbeit nicht reden. Okay, kann der Zombie sterben? Ich gehe jetzt bis zur Pyramide. Was? Ja, ich möchte zur Pyramide und dann gehe ich da die Treppen runter. Ist ja wohl logisch. Das ist, Logisch. wenn du meinst. Logisch. Gut, ich würde Oh. sagen, bewerten nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss.